Es ist so warm. Es ist so warm. Und trotzdem begrüße ich euch zu einer recht hitzigen Folge hier in Yoshi's Crafted World. Guys, ich muss euch was Wichtiges mitteilen. Ich habe dieses Level jetzt, ich glaube, 8, 9, 20 Mal probiert. Because es sieht ein bisschen cursed aus. Alles ist weiß, alle Texturen sind komplett weird. Ich musste mir side by side auf dem einen Monitor ein Walkthrough zu dem Level angucken und links blind mitspielen. Gleichzeitig wie der Typ. Es war der Horror. Deswegen bin ich heute hier mit euch und wir fangen mit Gamblen an, weil wir alle lieben Gamblen. Richtig? Für Gamblen jetzt ein Like da und für den Aufwand, dieses erste Level durchzuspielen, würde mich ein Like natürlich noch mehr freuen. Wobei, da eh keiner da ist, habe ich auch keine Hoffnung auf Likes. So, wir haben das erste Ei. Was bekommen wir? Bitte irgendwas Krasses. Ja, Blaubeermarmelade. Das ziehe ich mir gerne an. Ich bin gerne eine kleine Blaubeermarmelade. Okay, Guys, es waren Strapazen. Ich habe eine Stunde jetzt oder so gebraucht. Es ist unfassbar heiß, falls ihr es noch nicht Ich kann nicht mehr reden. Es ist unfassbar heiß, falls es euch aufgefallen ist. Ich habe hier einen Ventilator auf höchster Stufe. Wenn ihr irgendwelches Pusten oder so hört und irgendeiner von euch beschwert sich dazu, bann. So, jetzt. Ich möchte 15 Grinseblumen, dann gehe ich weg. Hauptsache, ich kann in den Schatten. Gib mir die Blumen jetzt. Dankeschön. Da bin ich auch schon weggehüpft. Mir geht es blendend. Ich gehe auf und den Weg. Hopp, hopp. Ja, geh weg. Ich will hier weitermachen. Guys, die heutige Folge wird zu 100% kürzer werden. Einfach, because es so warm ist und ich noch echt viel aufnehmen und vorproduzieren muss, Guys. Deswegen wundert euch nicht, dass die heutige Folge halt kürzer ist als sonst. Ist okay. Ja, du baust Gemüse an. Das ist schön. Oh, bitte kein Grafikbug jetzt mehr. Das wäre echt cool. Oh, eine Riesenpflanze. Ist das schon der nächste Bosskampf? Oh, no. Darauf war ich gar nicht vorbereitet jetzt. Es wird grauenhaft. Können wir nicht so einen Eiszauber machen heute mal? Ja, genau so sah das andere Level auch aus. Ich habe jetzt nochmal die Belichtung minimal angepasst. Oh, es funktioniert gut. Wartet, wartet, wartet. Guys. Bam. Let's go. Okay. Was mit diesem Ball? Mit dem stimmt was nicht. Das rieche ich. Oh, vielleicht sind da ja ein paar Juwelen drin. Ich mache ihn auf und sehe nach. Ich brauche was zum Werfen. Eure Ungestümtheit. Bitte, bitte wartet. Ich habe gerade einfach nur den Emulator neu gestartet. Das hat geworkt, scheinbar. Kaputt machen, nichts tun. Also auf der Overworld kam da halt eine Pflanze raus. Deswegen nichts tun. Och, Bowser Junior. Nee, ich mach das Blatt. Oh nein, ich dachte, da kommt eine Pflanze raus, weil das auf der Overworld eben so zu sehen war. Okay. Tja, das war lahm. Du hast die Sache aus dem Ball ausgetauscht. Gib es zu. Menno, jetzt mach ich dich kaputt. Diese Piranha-Pflanze wird dich verschlingen und lässt dir heimzahlen. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich hasse es jetzt schon. Es ist so warm. Guys, es ist so warm. Bitte, mach mal Klimaanlage. Alles klar, mach halt noch größer. Piranha Octaeder. Ist ein Octaeder nicht eine besondere Form? Okay, guten Tag. Mlem? Okay, nicht Mlem. 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 Und Mlem. Schade. Oh Gott. Okay, da sind Mlem-Sachen drin. Was passiert? Was passiert? Mlem. Mlem. Okay, das geht nicht. Gut, das wäre geklärt. Ah! Habt ihr gesehen? Wir müssen, wenn das Ding, wenn da Stacheln drunter sind,
Da so, der. Es ist zu warm, Guys. Come on. Jetzt holt das Ding so Dinger und hier sind Stacheln und dann treffen wir das so. Okay, ich hab's gegettet. Nach viel zu langer Zeit, aber ich hab's verstanden. Oh ne, jetzt kommt eine neue Phase. Hui, hello, sehr. Whoops. Angenehm. Was kommt als nächstes? Ich bin für alles bereit. Blem? Wow, wow, wow. Blem? Bam, 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 bam. Wo spawnst du? In der Mitte. In der Mitte! Let's go. Okay, ich habe den Bosskampf auf jeden Fall verstanden, Guys. Okay, das schaffen wir. Vielleicht auch nicht. Knapp ist es ja schon. Oh, meine Facecam ist voll dunkel. Guys, es tut mir leid, dann haben wir heute eine dunkle Facecam. Okay. Okay, komm hoch. Shazam. No. No. Shazam. Was ist das? Komm, das waren drei Treffer. Gar nichts gibt's. Der Winner für immer. Let's go. Boah, das hat sich sogar gereimt. Ich bin auch manchmal lyrisch sehr begabt. Vor allen Dingen dann, wenn es so heiß wie heute ist. Okay. Und ein weiteres Traumjuwel scheint gefunden worden zu sein. Traumjuwel erhalten. Ist das nicht wunderschön? Ich freue mich, actually. Oder bin ich gegens Mikro gekommen? Sorry. Ja, abgesehen davon, dass es so warm ist, ist es auch relativ entspannt, nicht? Ist nicht wieder wunderschön, diese weiße Wand. Ich finde super, für Leute, die das abends angucken, verdient. Ja, sie haben schon so viele gefunden. Höchste Zeit, den doofen Yoshis die Juwelen zu stehlen. Beruhigt euch bitte eure Ungeduldigkeit. Ich habe eine bessere Idee. Wir verstecken uns in der Nähe des letzten Juwels. Und dann kommt jetzt schon das letzte Juwel. Sie sind schon so weit. Okay, ich glaube, ich muss das Spiel nochmal neu starten, damit die Graphics wieder wirken. Das sieht nämlich nicht gut aus. Wir sehen uns gleich wieder. Sieht so aus, als hättest du schon einige Traumjuwelen gefunden. Ich glaube, gleich ein Stück weiter ist noch eins. Pass auf dich auf, Kerlchen. Das hatte ich vor. Somit konnte ich euch auch den Weg rausschneiden. Ist das nicht entspannt? So, Außenorbit. Oh, jetzt wird's insane. Eine Rakete, wir gehen wirklich in eine Rakete. Ich habe, by the way, die Facecam ein bisschen heller gemacht. Ich schlauer Fuchs, weil ich ja neu gestartet habe. Bitte, Graphics. Bitte. Ich hasse mein Leben. Guys, ich habe gerade wie der größte Trottel das Level gespielt. Aber ich hatte die Aufnahme noch auf Pause, weil ich so lost bin. Deswegen starten wir doch mal jetzt in dieses Raketenlevel rein. Guys, also, ganz kurz zur Erklärung. Wir sind in ein neues Gebiet gekommen, weil wir genug Grinseblumen hatten. Und das ist ein Level, das ist auf, wie ihr sehen könnt, auf Magneten aufgebaut, mit dem wir Sachen hoch und runter machen können. Und eben auf dem Vorschaubild haben wir eine Rakete gesehen. Was das zu bedeuten hat, finden wir jetzt raus. Mann, jetzt habe ich über so viel spannende Sachen geredet. Jetzt weiß ich nicht mehr, über was ich reden soll. Ich wiederhole mich einfach nochmal. Guys, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie warm es gerade bei euch ist. Würde mich wie immer mega interessieren. Ihr könnt mich auch neidisch machen, indem ihr schreibt, dass es bei euch gerade regnet und voll kalt ist. Ja, genau. Ich habe relativ viele Grinseblumen für mein Verhältnis geholt. Da bin ich auch schon stolz auf mich. So, gibt's hier noch Eggs drin? Ja, let's go. So, hier bin ich gestorben, weil das so ultra fest runterfällt. So. Zack, zack. Und rüber. Es tut mir so leid. Ich hab das... Ich bin auch lost. Guys, wir schieben es auf die Hitze, okay? Es ist wirklich so insane warm. Hier sind irgendwelche Kabel, die wir... Ich glaube, dass hier ist die Rakete schon. Wegmachen.
Ich habe irgendwie das Gefühl, wir tun der Rakete nichts Gutes. Wir nehmen Sauerstoff und Strom weg. Vielleicht passiert da ja noch was Spannendes. Vielleicht aber auch nicht und ich erfinde das alles gerade. Na, ich bin so lost. Es ist passiert, oder? Ja. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Wir haben was Neues herausgefunden. So. Durch irgendwelche mysterischen Gründe hört der Magnet auf zu ziehen, sobald er solche Dinger berührt, so silberne. Hier war auch was, gell? Was war hier? Ich weiß schon gar nicht mehr. Herzen nehme ich mit, sind wichtig, actually. Okay, wir laufen hier durch. Macht super Spaß. Oh, guck mal, ein Gegner. Oh, guck mal, zwei Gegner. Und jetzt gehen wir in die Rakete rein. Oh Mann, ihr hättet meine Live-Reaktion sehen müssen. Also noch nicht, wir gehen jetzt gleich in die Rakete rein. Aber meine Live-Reaction war echt krass. Ich war so gehypt. Vor allen Dingen... Ja, sehen wir gleich. Ja, yeah, kommen wir durch. Oh mein Gott, war das knapp. Vorher war es knapper, aber das habe ich halt nicht aufgenommen. Cool, nicht? Lasst mal alle ein Like für dieses qualitative... Vergessen aufzunehmen. So, jetzt fahren wir nach hier oben. Und oben angekommen geht's dann rechts in die Rocket rein. Wir müssen aber hier, also ich glaube, dass wir das müssen Gegner aufhalten, weil wenn die auf den Knopf gehen, wie ihr seht, fahren wir wieder nach unten. Das ist eine rote Coin, aber die haben schon... Ich habe noch nie ein Level 2-mal gespielt. Ich wusste nicht, dass die Red Coins angezeigt werden, wenn man die schon hat. Das hier ist eine, genau, eine Blütenblume, Grinse mit Gesicht und so. Und dann haben wir hier rechts genau nochmal ein Kabel entfernt. Und hier ging's in die Rakete rein. Let's go. Und dann habe ich ultra weird Raketengeräusch gemacht. Ganz genau. Und dann sind wir auf dem Mond. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, for real jetzt. Und wir haben wirklich Mondphysics. War ein mega epischer Moment. Ich habe es vergessen aufzunehmen. Krass, oder? Nicht? Hui, so. Den Typen können wir essen. Mlem. Da ausspucken. Und dann können wir auf den eine Stomp Attack machen und hier hochflyen. Boah, jetzt habe ich aber die Möglichkeit, das hier nochmal hinzukriegen, mit Glück. Eins, zwei. Schlecht. Wo kommt ihr raus? Bam. Nein! Ach komm, warum wirft er denn auch zweimal? Ich habe nur einmal... Ach, es ist so... Nee, vorher dachte ich, wir müssen nur den größten, den großen attacken. Whee! Whee! Und hier war dann auch schon das Ziel. Und da habe ich mich mega drüber aufgeregt, dass das Level nur so kurz ist. Auf dem Mond, Mann. Wir sind auf dem Mond. Naja, und dann stellt sich heraus, ich habe nach unten rechts geguckt und habe gesehen, oh, die Aufnahme ist noch auf Pause. Der Fallidiot muss jetzt alles nochmal von vorne aufnehmen. Und das war natürlich kein schöner Moment, weil jetzt so ungefähr 10 Minuten Aufnahme fehlen. Ich habe sehr lange in diesem Level verbracht. Ich bin häufig gestorben, tatsächlich. Das war gerade eine gute Performance von mir. So, starten wir rein in Ritt auf den Stern. Mann, ich bin enttäuscht von mir. Weil ich mittlerweile insgesamt seit über einer Stunde eigentlich aufnehme. Weil ich die ganze Zeit schon Grafikbugs beheben muss und so Stuff. Es ist ganz schlimm. Aber hier wird jetzt halt nur so ungefähr 8-9 Minuten angezeigt. Wenn ihr eine ganz genaue Zeitangabe haben wollt. 9 Minuten und 12 Sekunden nehme ich jetzt aktiv auf. Die andere Zeit war aus Versehen und mal mit Absicht auch pausiert. So, wir sind auf dem Mond. Jetzt haben wir aber keine Mondphysics mehr. Das checke ich jetzt nicht. Ich habe mich jetzt auf die Mondphysics eingestellt und richtig gefreut. Aber wir haben hier diese typischen Manta-Wochen-Level aus Mario Bros. Wii zum Beispiel gab es die. Und die Satelliten, der hoffentlich nicht runterfällt, wenn ich drauf stompe. Da unten können es Secrets geben. Ja, genau, wir haben by the way, Shy Guys mit Astronautenanzügen. Aber ich kenne die halt schon. Es tut mir so leid. Mann, es ist so schade. Aber das Level ist jetzt komplett neu für mich. Kann ich auf dem Planeten stehen? Oh mein Gott. Können wir außen rumlaufen? Nö. Was ist hier drinne? Okay. Take ich, warum nicht? Wollen wir ja mal machen. Ist doch wunderbar. Es ist so warm, Mann. Es ist. Mein Kopf ist so matsch. Es tut mir so leid. Für alle, die sich das hier gerade anhören und denken. Der Junge ist so kaputt. Ist einfach. Es ist warm. Wie geht es hier weiter?
Aha! So geht es weiter. Oh, das hält mich auch von da hinten. Okay, da war ich mir jetzt unsicher. Kommen hier nochmal irgendwelche Orbit-Flugstern-Manövers-Gedönses. Das da. Nein! Still alive. Blaue Blinzen? Die da ist es. Die da unten. Die da. Was? Wir müssen... Hä? Mathematisch berechnen Winkel und so, dann berechne ich den Winkel. Ja, wir treffen jetzt nicht. Ja, guck mal, wie lustig wir sind. Funny. Sehr funny. Okay, wir steppen weiter. By the way, ich weiß nicht, ob es aufgenommen wurde oder nicht. Weil die Hälfte wurde ja nicht aufgenommen. Die heutige Folge wird ein bisschen kürzer. Wollte ich nur, spring jetzt da hoch, Mann. Wollte ich nur kurz, gesagt haben. Falls ich es rausgeschnitten bzw. vergessen habe zu sagen. Soll ja alles vorkommen. Ich muss nach hinten. Ich bin hier nur, um Eggs zu holen. So, lämmen wir doch hier gleich mal, sobald wir drüben sind. Ist da was in dem Schiff? Nein, dann gehe ich weiter. Geist, das Main-Sammeln oder so habe ich schon längst aufgegeben. Weil... Es ist so warm heute, Guys. Ich habe heute so viel Bugs schon beheben müssen. Es ist... Oh. Und ich kam heute noch gar nicht, irgendein Thema anzusprechen. Können wir über Hitze reden? Weil das mache ich schon die ganze Zeit. Dann machen wir das einfach zu unserem Main-Thema heute. Es ist warm, okay? Das Ding ist, es liegt nicht an mir, ja? Die Lüfter meiner Grafikkarte drehen auf 100 Grad. Auf 100 Grad. Wahrscheinlich. Auf 100 Grad. Auf 100%. Ich habe einen Ventilator neben mir stehen. Ich versuche, alles so kühl zu halten wie möglich. Die Tür ist offen. Von draußen, Guys. Ihr müsst euch das mal geben. Von draußen. Es scheint die Sonne. Wir haben draußen 28 Grad. Es kommt Kälte von draußen rein. Es ist wunderschön. Die Nachbarn mögen mich auch schon nicht mehr, weil ich hier die ganze Zeit sitze und rumschrei. Ich warte nur noch auf eine Beschwerde. Oh, werden wir jetzt geballert? Es ist unfassbar warm und trotzdem ist es nicht kalt, so. Obwohl alles so... Wir haben aber das Ende erreicht. Ist es nicht schön? Ich muss was trinken, Guys. Ich muss was trinken. Das fühlt sich gut an. Vor allen Dingen, wenn das Wasser schon so vorgewärmt ist. Hier 35 Grad plus, nicht? Boah, ich könnte jetzt die Uhr aus dem Flur holen, weil die zeigt so Temperaturen an. Dann könnte ich euch genau sagen, wie viel Grad hier drin ist. Aber ich will nicht aufstehen. Man kennt's. Wer bist du denn? Tamtam auf der Raumstation. Bist du auch Tamtam? Er sieht cursed aus. Und er auch. Er ist ein Shy Guy. So, wir starten rein. Komm. Ich will gar nicht groß rumgelabert. Ich will jetzt hier weiter auf dem Mond. Das kommt fett aufs Thumbnail. Ich hoffe, ihr Like dalassenden Kobolde klickt das dann auch. Wisst ihr, ich habe nicht viele Leute, die sich diese wunderschönen Yoshi-Videos anschauen. Aber die es sich anschauen, Guys. Das sind 50 Leute. Könntet wenigstens nicht ihr ein Like dalassen? Einfach aus Mitleid. Das wird mir schon reichen. Was haben wir gemacht? No, das wurde weggeslammt. Seid ihr böse? Seid ihr gut, niedisch? Thanks. Slam. Nach! Come on. Oh ja, danke schön. Ihr seid die Besten. Nein. So muss das. Ja. Was ist das da hinten? Wir wurden von Meteoriten getroffen. Jetzt bist du auf einmal böse? Ich hab dir nichts getan. How do I get weiter? Ja, yeah, die müssen sich erst beruhigen. Hab ich jetzt... Nein! Ah, der... Sag mal, jetzt doch gut jetzt auch.
Warm. Lecker, schmeckt das. Wir müssen hier so 200 Dinge öffnen. Also, die sind gut, aber machen Damage. Beruhigt euch! Jetzt ruhig. Könntet ihr mir vielleicht den Weg nach da oben ebnen? Da sind zwei rote Coins. Soll das da hinten die Erde sein? Nee, es hat so ein Dings. Warte. Ha? Nein, ich bin hier safe. Ihr kommt hier nicht hin. Ich find's ein bisschen weird so. Also die Idee von dem Level. Also ich mag dieses Weltraum, das ist nicht. Aber ich mag dieses. Oh, wir werden jetzt von dem Orbit getroffen, jetzt rasten wir aus und jetzt musst du erstmal 20 Minuten warten, ehe es weitergeht. Bitte, bevor jetzt wieder so ein Asteroid kommt. Ich kann schon gar nicht mehr reden, es ist so anstrengend. Oma, ihr glaubt gar nicht, wie hot es ist. Nein, bitte. Wow, wer wohnt in Hanas? Jetzt tief im Meer. Oh, Grinseblume, let's go. Boy, lass uns über SpongeBob philosophieren, guys. Schaut ihr SpongeBob noch? Ich sag's ehrlich, ich liebe SpongeBob bis heute. Aber ich sag's, wie es ist. Viele sagen, ab Staffel 3 wurde es schlecht. Ich fand Staffel 3 noch fully fine. Ich fand Staffel 4 war aber so broke. Also Staffel 4 hat alles destroyed, meiner Meinung nach. Ich war Fan, weil SpongeBob hat halt auch immer diesen, damals zumindest noch, die sind einfach Star Wars, die haben Laserschwerter. Lichtschwerter, Guys! Lichtschwerter. Ach ja, wir können ja nicht sliden. SpongeBob hat ja früher immer einen Mehrwert in der Folge. Und ab Staffel 3 war das schon weniger, ja, ich gestehe. Aber ab Staffel 4 war es ja dann komplett nur noch hohl. Also da war, also wirklich, das war ja so dumm. Ich weiß, ich bin eigentlich in dem Alter nach Staffel 3 und so. Aber die alten Folgen werden ja wiederholt und so. Und ich habe mir die mittlerweile natürlich auch angeschaut. Wer einer von euch schreibt hier die Kommentare, cringe. Du wirst 18 in nächste Woche, übernächste Woche. Und schaust dir SpongeBob an, Mann. Bah, wer bist du denn? Ich sag's ehrlich, SpongeBob, erste drei Staffeln. Volle Empfehlung. Vierte Staffel für die Leute. Ja, okay, komm. Lass vierte Staffel auch ranten. Es ist warm, okay? Ich kann nicht richtig denken. Vierte Staffel war nicht gut, aber vierte Staffel hat noch diesen emotionalen Mehrwert, weil vierte Staffel habe ich auf jeden Fall am meisten, glaube ich, gesehen. Sagen wir es so. Schaut euch die ersten vier Staffeln von SpongeBob an. Mann, können wir jetzt bitte weitermachen? Ich bin sowas von mental fertig. Es ist so unfassbar heiß. Es ist ganz schlimm. So, meine lieben Damen und Herren, erstmal super versprochen hier. Drehen wir an dem Glücksrad des Jahrhunderts und gammeln hoffentlich eine coole neue Rüstung raus. Das ist extrem teuer. 250 ist nicht günstig. Haben wir ein rotes bekommen? Ich hab's nicht genau gesehen. Ja. Wir sind jetzt eine Magnetschachtel. Hashtag Magnetschachtel. Für die Leute, die bis hierher geguckt haben, Hashtag Magnetschachtel. Ich finde, das ist auch so ein Statussymbol, was man einfach mal nach außen tragen kann. Okay, steppen wir weiter. Nach hier rechts. Zur was, Insel? Uff, hast du schon gemerkt, dass es heute so heiß ist? Eckpenzer kaputt. Hätte ich doch nur 15 Grinseblumen. Hätte ich doch nur 100 Grinseblumen. Dann könnte ich so schön durch das Spiel rennen. Das wäre schon auch angenehm. Es ist viel zu warm. Okay, oh, die Sonne. Finde ich nicht gut, mir ist sowieso schon warm. Die Frohsinninsel, oder was? Vielleicht kann ich auch einfach nicht lesen, Guys. Vielleicht kann ich beim nächsten Mal wieder lesen. Denn die Folge heute ist schon wieder vorbei. Es ist das Frohsinnstal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, bitte lasst ein Like da. Abonnieren ist wie immer auch dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffentlich ist es bei euch nicht so heiß wie bei mir. Ciao, Leute.